Jetzt machen wir gleich eine Abkommen. Das kann ja höchstens 30 sein. Ja. Ah.
Thank you.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, schönen guten Tag und herzlich willkommen in der Lippestraße in Leipzig zum dritten Sparkassen-Damen-Ligen-Weltcup. Schön, dass Sie bei uns sind, besonders bei diesem Wetter, obwohl dieses Wetter ist einfach nur Winter. Und es ist auch gut so. Auf der anderen Seite hoffen wir, dass Sie alle gesund sind, genauso wie unsere Sportler, denn wir freuen uns auf ein spannendes und vor allen Dingen actionreiches Finale beim Weltcup hier in Leipzig. Und wenn Ihnen gleich unsere Finalisten inklusive des Wettkampfgerichtes vorstellen, sagen wir an dieser Stelle aber erst einmal guten Tag und herzlich willkommen an den DFB-Präsidenten, Vizepräsidenten Internationales, der auch im Dezember, dazu sagen wir auch herzlichen Glückwunsch, gewählt worden ist von der FIE zum Chef der Kampfrichterkommission. Herzlich willkommen in Leipzig, Klaus Janka. Bravo! Ebenfalls ein herzliches Willkommen an den neu gewählten Vizepräsidenten Sport des Deutschen Fechterbundes, Dieter Lammer. Ich ganz nebenbei auch ein Dankeschön. Er ist viele, viele Jahre immer im TD mit unterwegs und freuen uns, dass er wieder in Leipzig bei uns ist. Viele Grüße auch an das Beiratsmitglied des DFB-Präsidiums, Peter Krakow. Freuen uns sehr über den Besuch von der FIE-Observateurin Roxana Bardeleanu aus Rumänien. Bravo! Und dem FIE-Chef-Referee Herr Salah Feryani aus Tunesien. Ein paar Gäste haben wir noch vor uns, auf jemanden, der mit Spannung vor allem aufs nächste Wochenende schaut. Wir sagen herzlich willkommen an den Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Burkhard Jung. So, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich sage ihm doch, jetzt kommt er gerade. Just in time, der Sportbürgermeister, herzlich willkommen, der Sportbürgermeister der Stadt Leipzig, Heiko Rosenthal. Und bevor wir loslegen, natürlich ein Dankeschön an alle Sponsoren, die diese Events möglich machen und insbesondere ein großes, großes Dankeschön an den Ausrichter des Events. Viele, viele fleißige, helfende Hände haben wieder einmal dafür gesorgt, dass ein erfolgreicher Weltcup in Leipzig stattfinden kann. Deswegen viele Grüße an den Club und seinen Präsidenten, nämlich an den Fechtclub Leipzig und Bernd Brock. Damit kommen wir zur Vorstellung der Sportler und dann darf ich Ihnen gleich noch jemanden vorstellen, der uns beim Event begleiten wird. Jetzt erst einmal begrüßen wir auf unserer Finalbahn unsere Finalistin und das mit ihrem Applaus. Wir sagen herzlich willkommen aus China, Yujie Song. Mingfang Yin. Wird antreten im Halbfinale erst einmal Jana Zvereva. Und aus Island begrüßen wir ebenfalls auf der Finalbahn Irina Emrich. Wir begrüßen das Wettkampfgericht, haben recht umfangreiches Personal, denn es wird auch die Seitenrichter geben und so weiter. Deswegen sagen wir herzlich willkommen aus Weißrussland, Olivier Bastings. Aus Deutschland, Thomas Klippert. Ebenfalls aus Deutschland, Noel Weidenhammer. Willkommen, Lange Fischer. Ebenfalls dabei Matthias Henkelmann. Da ist er. Aus Österreich, Barbara Sauer. Auf der anderen Seite. Noch einmal aus Deutschland, Alexander Marché. So,
So, und dann fehlt uns noch aus Israel Alexander Ivanov. Aus der Slowakei David Kralik. Und aus Kanada, last but not least, Thomas Nguyen. Herzlich willkommen. Das ist der komplette Kader für das erste Mal Halbfinale und dann Finale beim Weltcup in Leipzig. Ihr Applaus, meine Damen und Herren. Wir freuen uns auf spannende Kämpfe. Dankeschön. Das erste Gefecht des Finals im Einzelwettbewerb im Weltcup Leipzig wird stattfinden zwischen Yuqi Sun aus China und Jana Zvedeva aus Russland. Geleitet wird das Gefecht von Olivier Bastins aus Weißrussland. Und bei uns ist, und da freuen wir uns sehr drüber, die siebenfache deutsche Meisterin und zweifache Europameisterin, zuletzt hier gesehen in der Arena in Leipzig 2010 mit dem Titel auf der Bahn. Willkommen zurück in Leipzig, Ibke Duplitzer. Du bist recht entspannt, was den heutigen Wettkampftag angeht. Wir werden ein bisschen im Laufe der Zeit, die uns bleibt, ein bisschen ausholen, was so die letzte Zeit bei dir gelaufen ist. Erstmal, dir geht's soweit gut. Was hast du in den letzten ein, zwei Jahren so betrieben? Ja, Olympia-Quali. Das war ein bisschen härterer Brocken, vor allem wenn ich 2011 relativ schwer verletzt hatte mit einer Blutung, dann nochmal zurückgekommen, Olympia gefochten und danach, gebe ich ehrlich zu, habe ich dann erstmal ein bisschen die Füße hochgelegt. Hat das ja die Runde gemacht, sie ist, die Inke hört auf und so weiter. Du bist aber noch da. Was können wir von dir erwarten in der nächsten Zeit? Na gut, also jetzt zwei Turniere, 2x32 und die nächsten 4 Jahre sind gebongt und jetzt gucken wir mal, was da auf der Bahn passiert. Gut, dann gehen wir ins erste Halbfinale. Thank you.
in Minute. Kurze Erklärung, in 3 Minuten fechten wir im Finalgeschehen auf 15 Treffer. Ike Fieber, Karl, bist du mit? Denn sie ist heute gegen die Russen schon angetreten und kann es ganz gut lesen. Wie ist für dich generell der Stellenwert von dem Weltcup hier in Leipzig in diesem Jahr und wie siehst du diese erste Halbfinalbegegnung? Also mit Sicherheit, das Weltcup ist sehr, sehr stark besetzt. Das ist das erste Weltcup, wo wirklich das komplette Ballett anwesend ist. China, Russland, alles in Top-Besetzung. Und wie gesagt, gegen die Linke hier, gegen Frau Zverevá, habe ich heute 15-14 leider den Kürzeren gezogen. Aber man sieht, sie ficht, wie gesagt, das sehr stark. Für die Frau Sundes ist es auch sehr ungewöhnlich, wie Sie sehen, es sind beides Linkshänder. Sie werden sich schon gewundert haben, wie stehen sich da gegenüber. Das sieht irgendwie zwar richtig aus, aber irgendwie sieht es komisch aus. Es sind zwei Linkshänder. Für uns Rechtshänder gegen Linkshänder zu fechten, ist ungewöhnlich. Und wer sich endlich mal vorgestellt, für Linkshänder ist gegen Linkshänder zu fechten. Ja, deshalb ist das relativ spannend jetzt, wie wir umstellen, wie sie miteinander zurechtkommen. Ja, und zurück zum Gefecht, die nächsten 3 Minuten. Anja, Ali. Halt. Anja. Ali. Thank you.
Halt! In Minute. Da würde ich ein bisschen ungewöhnlich zumindest relativ selten zwei Engere zu sehen mit einem linken Waffenarm, was also eine völlig andere Konstellation in der Taktik darstellen kann. Du kannst es, glaube ich, ganz gut lesen, jetzt auch psychologisch, was hier vor sich geht. Erst zu führen, jetzt sag mal, fast relativ ausgeglichenen Trefferstand. Wie geht das jetzt im Kopf weiter? Also im Kopf wissen, man hat bei der Russin, man hat jetzt auch deutlich gesehen, gegen Ende des zweiten Drittels ist sie einfach eingebrochen. Da merkt man, da geht jetzt ein bisschen die Konzentration kaputt. Die hat gestern den Tag schon in den Knochen, da hat die Frau Schuh noch ein bisschen Pause gehabt aufgrund ihrer weltranglichen Position. Und da ist jetzt momentan einfach, die Frau Sun hat da sehr viel Erfahrung im Schützenspiel gesehen, die steht das jetzt eigentlich noch relativ locker. Erstmal, man sieht auch, die schützt nicht so, die ist noch ganz gut bei Puste. Und drüben in der russischen Ecke, da wird die Ansprache der Trainerin auch schon ein bisschen hektischer. Da muss man halt jetzt gucken, sie muss im Grunde genommen mehr arbeiten, aber ist halt schon auch am Ende ihrer Kräfte. Die letzten drei Minuten. Olga, halt, alle. Setzte sich fürs Finale durch gegen die Chinesin Yuqi Sun. Wir sagen an dieser Stelle schon mal herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Finale und wir rufen auf zum zweiten Halbfinalgefecht aus Estland Irina Embrich und aus China Mingfang Ying. Alexander Ivanov aus Israel, David Kralik aus der Slowakei. Thomas Nguyen aus Kanada werden das Gefecht begleiten. Leiten wird diese Auseinandersetzung Alexander Ivanov aus Israel. Der Weltcup ist gewachsen. Wir haben Teilnehmerzahlen bekommen. Über die Klasse ist es zuletzt knapp 190 Teilnehmer mittlerweile, nachdem es im letzten Jahr ca. 120, 130 waren. Die Brüderstraße ist jetzt mittlerweile mit dabei. Wie hoch ist so ein Pensum? Was kann man den Zuschauern vermitteln im Sinne der sportlichen Belastung für so einen Weltcup insgesamt mit so vielen Runden? Also das ist für die, die am ersten Tag aufrichten müssen, auch schon eine relativ hohe Belastung. Wir haben eine Runde, das sind meistens 6, 5.